Oh nein! Wir müssen wieder hier anfangen. Vielleicht können wir ja zurückgehen oder so und dann... steht hier irgendwo auch noch der Code. Ich habe bis jetzt leider nur eine 5 gesehen. Alter. Alter. Ah, Mann! Zu viele Leute. Ist immer derselbe Zettel, der hier ausliegt. Ich komme, Baby. Wie hier noch die Axt, die nehmen wir auf jeden Fall. Und wir müssen echt aufpassen, dass wir jetzt die Flinte nicht mehr so krass gebrauchen, weil sonst ist sie schnell weg. Ein bisschen Munition haben wir noch. Zum Glück haben wir auch noch ein bisschen was anderes. Ich will halt bloß nicht, dass die Flinte dann wirklich einfach weg ist. Ist ja echt schade drum. Und da müssen wir echt auch gucken, wie wir hier ansonsten weiter vorgehen. Ich glaube, das war's. Hier hinten gibt es erstmal nichts weiter. Nee. Also. Wir haben ein bisschen was zu tun. Leider habe ich das Rätsel hier echt nicht verstanden. Ich meine, ja, klar, da gibt es eine Kombination, die wir finden müssen. Ich habe aber nur eine 5 gesehen. Damn, you need the code. 1, 2, 3, 4, 5. Oder ist es nur 5? Schade. Hättet er auch sein können. Dann gehen wir mal in die Sick Bay. Da gibt es zumindest Medizin. Allerdings weiß ich halt leider nicht. Was ist das denn? Ach, jetzt sieht man das, wie das Blut da rauskommt. Okay, das bringt nichts. Okay. Okay. Wir haben hier nur haufenweise Zeug und Blut. Und hier ist eine 5. Aber ich habe keine Ahnung, was ich dann sonst damit machen soll. Vor allem, wenn man hier ständig von 10.000 Leuten verfolgt wird, was soll man da überhaupt machen? Ne? Das hört sich gerade aber an, als ob da was hingeschrieben wird. Wenn wir diesem Weg folgen, können wir vielleicht etwas bewerkstelligen damit. Ich weiß es nicht.
Was können wir damit machen? Gibt es hier irgendwas zum Hochklettern oder so? Ja, da oben gibt es quasi schon irgendwas. Nein, wir bleiben erstmal bei der Axt. Können wir nämlich angeschaut werden. Ah, wir kriegen das Ding hier nicht raus. Das heißt, wenn wir was damit machen, dann müssen wir das hier irgendwo machen. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir das machen. Bla bla bla, Mr. Freeman. Ne, ernsthaft, was soll ich damit machen? Okay, verfolgen wir mal den Stacheldraht da oben. Das Ding auszuschalten wäre eigentlich praktisch, aber das geht ja nicht. Stacheldraht, Stacheldraht, Stacheldraht. Da ist ein kaputtes Rohr. Hier ist eine Notiz. Haben wir die vorher schon auch gelesen? Ja, doch, das ist das mit Murphy. Deswegen, ich weiß leider nicht, wo wir das Ding hinschieben sollen, wenn wir das überhaupt irgendwo hinschieben können. Was machen wir denn damit? Das haben wir auch gelesen. Jetzt müssen wir echt gucken. Zwei. Okay. Drei. Zwei, drei. Zwei. Drei. Zwei, drei, ich weiß nur noch, fünf ist da. Zwei, drei, fünf. Zwei, drei, fünf wäre aber ein bisschen kurz. Zwei, drei, fünf. Zwei, drei, fünf. Wir haben irgendwo irgendwas übersehen. Los, 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 komm schon. Folgen wir nochmal die Schritte. Schritte gehen hier los. Führen Sie uns dahin. Dann führen Sie uns dahin. Wir gucken hier, gucken die Wand an. Hier ist nichts. Das ist krass, man muss auch nah rangehen, wirklich tatsächlich, um da was zu erkennen. Dann steht da zwei. Hier steht gar nichts, oder? Ganz viele Zahlen, ich sehe hier keine andere. Da steht dann da 2 auf den Nummernschildern. 2, dann geht's hier weiter. Dann sehen wir 3. 2, 3. Dann sehen wir 3. 2, 3. Dann sind wir hier. Ich sehe hier keine Buchstaben mehr. Das ist echt ein bisschen doof. Ich sehe hier einen Hammer. Ich sehe hier eine Werkbank. Ich sehe hier eine Maschine.
aus. Ich sehe hier aber keine weiteren Zahlen mehr. Weder an Wand noch an sonst irgendwo. Hier sehe ich auch nichts. Hier ist nichts. Und da ist noch die 5. Die sehe ich. Aber ansonsten... Und das kann es ja nicht... sein, dass es nur 2, 3, 5 ist. Deswegen... Hier ist nur ein Stab. Manu, wie soll ich denn die Nummer... Wie soll ich die Zahlen finden, wenn ich sie nicht sehe? Das Ding können wir auch noch irgendwo hin verschieben. Ich habe bloß keine Ahnung. Wohin? Da muss ich das anmachen, um das zu sehen. Ich glaub nicht. Na, mach's aus! Ich verstehe das gerade nicht. Wir haben hier die Maschinen und wir haben 2. Hier ist keine Nummer. Hier ist auch keine Nummer. Ich sehe hier auch oben nichts. Das wäre echt mies, wenn die irgendwo auf irgendwelche kleinen Nummernschilder machen. Weil ich sehe einfach hier keine Nummern. Hier ist noch eine 3. Die wir auch nur gefunden haben, weil die das weggeschoben haben. Dann geht man hier durch. Und ich weiß auch nicht, ob es das bringt, die Sachen hier aus- und anzuschalten. Wenn es ein vierstelliger Code wäre oder ist. Dann muss es doch irgendwo noch... Und hier gibt es nur eine 5. Ich könnte mir vorstellen, dass hier auch 2 Sachen sind. Aber man sieht hier den Weg, wie er hier langläuft. Aber ich sehe hier keine Zahlen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich da hingucken soll. Müsste das ja auch hier irgendwo sein. Da oder eben hier. Aber hier steht eine Maschine. Und da gibt es keine Zahl für. Und auf den Tischen ist hier auch nichts. Weder hier hinten, noch da vorne, noch sonst irgendwo was. Und am Ende gibt es auch nur die 5. Und da hört die Spur ja leider auch auf. Deswegen... Ich habe keine Ahnung. Ich wundere mich gerade, warum auch hier keine Leute rauskommen. Jetzt kommen sie. So. Ich habe nur 3 Nummern. Das ist doch blöd. Ich glaube, ich werde gleich offline weitermachen. Oh, Nagelpistole. Auch gut. Brauchen wir aber gerade nicht.
Nee, ernsthaft, das ist doch scheiße. Dann folgen wir einfach mal so, wie der Typ hier gelaufen ist. Dann müssten wir theoretisch die genauso sehen. Drei. Oh Gott. Eilung! Immer schön am Ausmachen sein. So, dann gehen wir hier weiter. Dann ging er hier lang. Und zwar hier so. Hier lang. Mann. Bin ja auch ständig nur am Zurücklaufen, um das auszumachen. Ich finde hier keine weiteren Nummern mehr. Weil eigentlich müssten die relativ eindeutig sein, aber das sind sie absolut gar nicht. Bis dahin. Und das war's. Weiter geht's hier ja nicht. Und 2, 3, 5 ist ja wohl hier nicht alles, nehme ich mal an. Nochmal von vorne. Hier sehen wir nichts. Das ist das letzte Mal, wenn das jetzt ich dann hier nicht sehe, dann mache ich das wirklich offline erstmal weiter. Ich kann auch nur mich hier herumschwenken und mehr weiß ich auch sonst nicht, was ich machen kann oder soll. Weil weder ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat mit den Maschinen oder nicht. So, hier waren wir auch, haben wir geguckt. Hier man sieht man absolut gar nichts. Da ist die 2, die sieht man noch relativ gut. Da ist ein A, das bringt uns aber nichts. Da ist die 3. Die haben wir ja schon gesehen. 2, 3. Ist ja nicht so, dass wir hier irgendwie noch ein Rätsel lösen müssen nebenbei, oder doch? Dann, ich guck nochmal in den Torrahmen hier. Ist auch nichts. Hier ist nichts. Wenn hier irgendwo oben was ist, ja, dann gut, dass sie das sehr so schön gekennzeichnet haben. Hier müsste eigentlich irgendwas sein. Weil die Fußabdrücke hier so kurz aussetzen, habe ich das Gefühl. Das ruft irgendwie danach, hier irgendwas zu sehen. Aber hier ist nichts, auch wenn ich das Ding hier mal anschalte. Tatsächlich, das ist eine 4. Oh Mann. Ich werde jetzt was ausprobieren. Das war zwei Sachen. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein, irgendwie geht das nicht. Also, gehen wir nochmal zurück. Jetzt haben wir wenigstens noch eine 4 herausgefunden.
Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist. Doch, da ist auch wieder so ein schräges Ding. Oder spinne ich? Spinne. Jetzt gibt's noch ein bisschen Fight. Wow. Übertrieben. Gar nicht übertrieben. Wir müssen immer darauf achten, wo hier so ein bisschen größere Lücken sind. Bubblegum. Ach, Timmy. Ruhe. Weil hier ist eine Lücke. Zwei. Drei. Ist keine Lücke. Hier ist eine Lücke. Vier. Und dann ist hier nur eine Fünf. Ich weiß es nicht, Leute. Zwei, drei, vier will eigentlich auch nicht funktionieren. Da sehen wir sowieso nichts bei der Maschine. Und bei der Drucktante hier auch nicht. Da werden wir einfach nur rausgedruckt hinten. Da sehen wir auch nicht mehr. Drei. Folgen wir nochmal den Schritten. Die zeigen immer an. Okay, hier hat er was gemacht. Vier. Dann ist er hier lang gegangen. Er ist hier lang gegangen. Und 5. Ich glaube, mir fehlt am Anfang einfach eine Zahl. Hier gibt es aber keine Zahl. Oder? Weil das erste, was hier ist, ist hier. 2. Okay, ich glaube, ich habe es gelöst, hoffentlich. Ich kann es jetzt nur eingeben und hoffen, dass es stimmt. 2, 2, 3, 4, 5. Oh. Jesus. Nur weg. Oh Mann, das war eine der schlimmsten Folgen. Scheiße, weg hier. Komm schon. Komm schon, Murphy. Nein, Kreuzschlitzschraubenzieher. Oh, häng die doch nicht auf. Das war's. Murph ist tot. Tja, in der nächsten Folge gehen wir dem Mysterium nochmal auf den Grund, wie wir hier nochmal rauskommen. Danke fürs Zusehen und danke für die Geduld. Bye.